sehr geehrte Frau Klein, sehr geehrter Herr Hippler, verehrte Gäste. Ich freue mich, dass wir gemeinsam diesen Abend in festlicher Atmosphäre genießen können. Ja, uns geht es gut. Bitte gestatten Sie mir, dass ich Sie auf eine imaginäre Reise nach Nigeria mitnehme, in das bevölkerungsreichste Land Afrikas, ein Land mit großer kultureller Vielfalt, aber auch ein Land mit vielschichtigen wirtschaftlichen und sozialen Problemen. In diesem Land werden auch im 21. Jahrhundert Kinder geboren, die aus Aberglauben mit Schuld beladen werden. Hexenkinder, angeblich von Dämonen besessen, werden sie von ihren Müttern ausgesetzt. Sie werden verfolgt und sogar ermordet. Hexenkinder sollen Unglück bringen und sogar anderen Menschen Schaden zufügen können. Können Sie sich vorstellen, einen 18 Monate alten Jungen allein und auf sich gestellt auf der Straße zu finden? Nackt, halb verhungert und durstig, verwirrt und wehrlos. Können Sie sich vorstellen, wie Kinderaugen blicken, die zum Teil Folter durchlitten haben und zum Sterben verdammt sind? Kinderaugen voller Verzweiflung und Einsamkeit. Ich möchte ehrlich zu Ihnen sein. Es übersteigt meine Vorstellungskraft. Und doch, es gibt sie. Es gibt sie, diese Kinder, die von niemandem beachtet werden und mit einem aussichtslosen Schicksal völlig sich selbst überlassen sind. Meine Damen und Herren, aber es gibt doch eine Frau. Eine Frau, die nicht wegschaut, die den verzweifelten Blicken standhält und diesen hilflosen Wesen die Hand reicht. Die Hand zum Überleben. Enya Ingrid Loven, eine Frau, die in ihrer eigenen Kindheit Fürsorge und Geborgenheit in einer liebevollen Familie erfahren durfte. Ja, vielleicht hat gerade das ihren Blick für die Not der Kleinsten und Wehrlosen in unserer Gesellschaft geschärft. Wenn Sie den Hope Award betrachten, sehen Sie zwei starke Hände, die schützend ein kleines Wesen halten. In diesem Jahr passt die Skulptur in ganz besonderer Weise zu dem Engagement von Enya Lindgren Loven. Mit ihren Händen schützt sie die Hexenkinder. Sie überlässt sie nicht ihrem Schicksal. Sie gibt ihnen Nahrung, Sicherheit, Geborgenheit. Und noch viel mehr. Sie schafft für sie ein Land of Hope. Land der Hoffnung. Hier können die Hexenkinder sicher aufwachsen. Sie erhalten eine Schulbildung und eine gesundheitliche Versorgung. Sie erhalten die Chance, dass ihre geschundenen Kinderseelen heilen können. Sie erhalten die Chance auf eine Zukunft und ein menschenwürdiges Leben ohne Angst vor Verfolgung. Meine Damen und Herren, ich bin tief berührt vom Engagement von Enya Ingrid Loven. Von ihrer Kraft, ihrem Mut, ihrer grenzenlosen Nächstenliebe. Der Hope Award 2017 geht an Enya Ingrid Loven.
für ihren unermüdlichen Einsatz für die Hexenkinder in Nigeria. Möge sie und ihr Team die Kraft nie verlassen und stets engagierte Unterstützer an ihrer Seite haben. Herzlichen Glückwunsch. Thank you.